Oh, ich sehe schon. Sehr schön. Non dimenticheremo mai l'indelebile Wir vergogna werden causata al die paese dalla Schande disfatta di Caporetto. Die unsere Niederlage bei Oggi Caporetto possiamo über lenire diese quel dolore Zu riconquistando le langsam. terre cadute sotto il gioco degli invasori asburgici. Prega per me, mamma. Prega Also per il regno d'Italia. Bete für das Königreich Italien. Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass wir die Italiener sind. Ich auch. Ich glaube, es stimmt sogar. Ich weiß nicht, ich möchte auch mal wieder angreifen, sonst haben gestern haben wir die ganze Zeit verteidigt, ne? Ja. Heute greifen wir sogar an. Ehrlich? Na jo. Ich weiß noch nichts davon, ich bin noch im Ladebildschirm. Witzig, ich weiß. Gut, jetzt kann es irgendwie auch mal langsam losgehen. Ich weiß nicht, was er jetzt noch möchte. Oh, jetzt lädt er schon rückwärts zu. Gegen den Uhrzeigersinn, alles gleiche. Das heißt, er muss ja bald fertig sein. Kann ja nur sein. Oh, jetzt wieder mit dem Uhrzeigersinn. Gut, und du kannst schon angreifen, oder was? Ich kann schon angreifen. Und du läufst auch schon. Ich laufe auch schon. Super. Ich könnte mir jetzt auch das schöne Video angucken, oder ich überspringe einfach. So. Jetzt bin ich auch da. Das freut mich. Alles klar. Jetzt kann ich noch nicht mal bei dir spawnen. Und jetzt schon. Wir haben den Sektor erobert. Hallo. Ja, hallo. Was, hallo? Oh. Oh, wenn hier jemand einen Mörser reinschießt, dann ist sowas von weg. Boah. Oh. Oh, so viel Gas. Granate! Granate! Kill ich auch jemanden? Nee, natürlich nicht. Dann gehe ich mal auf diese Seite. Vielleicht ist hier jemand. Nee, natürlich nicht. Ja, warum sollte hier auch jemand sein? Oh. Wie jetzt? Seid ihr. Ist kein Schwein mehr hier? Ja, anscheinend. Ich bin ganz alleine hier mit meiner. Mit meiner guten alten Panzerbüchse. Oh, ich glaube, ein Sniper weiß, wo ich bin. Jetzt sehe ich nicht mehr weiter zurück. Ich gammel auch da, ne? Ich kack Sniper. Ich hätte jetzt auch mal einen Sniper nehmen sollen, keine Schrot. Ich bin nämlich ganz oben. Oh. Echt uncool. Lauf doch! Nein! Oh, er ist ein Bauer. Er ist ein. Nee, das Problem ist, die siehst du ja nicht mal da hinten, ne? Aber ich werde mich jetzt von hinten anschleichen. So, B, ne, das müssten wir eigentlich jetzt mal gebacken bekommen. Also markier mal B. Weil B ist nicht mehr unser. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Ich werde jetzt einmal über den. Weggerotzt. Aha. Oh, oh. Komm in das Kampfgebiet zurück. Hast du ihn? Ja, zwei Sniper waren hier. Die hab ich. Aber ich war im Sperrgebiet, also Mann. Ich hätte die auch messen können, aber dann hatte ich Angst, dass ich bestimmt einen irgendwie faile. Komm in das Kampfgebiet zurück. Ist hier noch einer? Ja, man muss da auch, hier sind die überall, bin ich der Meinung. Oh, siehst du die ganzen Schweine dort hinten? Ja, das Problem ist, ich will jetzt nicht daneben schießen. Einen habe ich. Oh, ich habe jetzt keine. Meine gute alte Panzerbüchse nicht mehr dabei. Und du als alter Sniper. Also ich krieg hier ordentlich grad. Du kriegst hier ordentlich bisschen was ab, ne?
Du bleibst ja hier, ne? Dann geh ich mal weiter nach vorne. Boah. Das ist unser Panzer, der auf uns geballert hat, der Idiot. Ernsthaft? Oh, hinter uns, hinter uns. Was denn? Da liegt einer. Alter, der hat sich einfach da hingelegt. Ist ja gut. Warte, ich guck mal ganz oben hier, über uns. Pass auf, hinter dir, hinter dir! Ah, kacke. Warte, ich kann dich wiederbeleben. Nein! Zeit abgelaufen, scheiße. Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Es tut mir leid, Junge. Warte, ich komme auch mal mit dem Schnipper. Wollen wir da nochmal hoch, oder was? Ja, auf jeden. Hammer guter. Ein Verbündeter läuft da jetzt von uns hoch. Oh, ich bin sogar fast hier ganz umgespawnt. Muss bei mir rauskommen sonst. Komm in das Kampfgebiet zurück. Komm in das Kampfgebiet zurück. Komm in das Kampfgebiet zurück. Oh, instant gesniped. Musst aufpassen jetzt. Also das ist jetzt gefährlich. Jetzt hocken da die ganzen am Berg, die ganzen scheiß Schnipper. Oh. Ja. Okay. Weißt du, was jetzt, was für eine Zeit gekommen ist? Alter. Bomberzeit. Na? Oh, der gute alte Bomber. Obwohl, die haben ja hier Flachs, ne? War das nicht so? Ja, stimmt, ja. Ja. Ja, die haben Flachs. Oh ja. Ja. Naja, schießt mich mal an mit eurem Billigwaffen da. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Macht mal. Wir haben noch die Hälfte unserer Truppen. Sehr schön. Wow. Alter. Ach du Kacke. Ganz schön auf Krawall gebürstet. Gegners. Boah. Na aber. Kacke. Au. Jetzt aber. Das ist jetzt uncool. Oh, da Flak-Einschläge nehme. Alles gleiche. Lohnt sich, dir noch beizutreten? Ja, klar. Easy. Ich repair mich gerade. Geh mal am besten nach vorne oder so. Weil wenn wir jetzt. Ich mach gleich nochmal einen Anflug dort. Bei B und alles. Aber erst muss ich mich repairen, okay. Okay, jetzt kommt er. So. Ich kann schlecht abschätzen, wann ich jetzt abwerfen kann. Wir haben noch 50 Soldaten. Du kannst doch anvisieren. Wie, ich kann auch anvisieren. Na, wenn du in der Ego-Sicht bist, ne? Also richtig. Bin ich ja nie, ja. Dann könntest du auf L2, glaube ich, kannst angehen. Ja, ich sehe. Oh, nice. Wusste ich nicht. Warte mal, ich repair noch einmal und dann fliegen wir wieder hoch. Oh, ist noch jemand bei uns. Komm in das Kampfgebiet zurück. Alles gar kein Problem. Da, Jonas, Panzer, ne? Wo? Panzer. Panzer sei schon. Alles gut. Flieht, ihr Narren! Raus! Wir haben Einsatz.
Einsatzziel Bertha erobert. Ja, das war nämlich eine gute Ablenkung von mir. Oh oh, oh oh. Oh, da ist mein Bomber gelandet. Aua, und ich werde gleich angehittet hier. Oh, Kacke! Oh, Alter! Das, nee, ich schaff mal hin, oder? Oh. Was denn? Ich sag mal, mit 20 Soldaten hier? A und B, glaube ich nicht, ne. Oh, ein Bomber wäre wieder verfügbar. Dann muss ich wohl wieder mit einem Bomber fliegen. Nee. Da fliege ich jetzt dahin. Unser Angriff ist gescheitert. Unser Angriff ist gescheitert. Wenn wir Seite an Seite stehen, wie wahre Italiener, werden diese Mauern. Das hat er mir eine Nachricht geschrieben bei Stimme. Naja, mal sehen. Wir haben aber nicht viel gemacht, ne? Wir bekommen Verstärkung durch ein Luftschiff. Geil. Ich saß noch nie im Luftschiff drum, muss ich sagen. Luftschiff! Oh, ist das Luftschiff schon wieder voll? Ja. Sind das Schweine? Oh, 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 da ist er! Nein, weg ist er! Nein! Am besten fliegt er noch niedriger, dann habe ich nicht so viel Angst. Komm in das Kampfgebiet zurück. Was bin ich? Speer. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar. Na wo denn? Angreifen, genau, super Deutsch. Angreifen. Oh! Jimmy sagt angreifen. Ich hab keine Ahnung. Ach, da oben war der. Alles klar, ich entscheide Sniper. Ich hasse die Sniper, ne? Oh, du bist Medic. Das kann doch nicht sein! Ich komme in dieses Luftschiff rein und instant tot eigentlich, weil irgendein Pisser uns abgeschossen hat. Haben wir gut. Hab ich gehört. Haben wir gut, oder? Haben wir gut. Freut mich, Hammer. Markier mal B. Johannes. Hm? B markieren. Kann ich nicht, bin gerade im Luftschiff. Warte, vielleicht dreht es jetzt, aber ne, nicht genug. LOL, einfach rausgeschossen. Ja, das Luftschiff ist echt nicht so doll, ne? Geht eigentlich. Oh! Wie? Warum? Diesen Jojo. Wie? Warum?
Ja, ich meine, hallo, das kann nicht sein. Das kann nicht angehen, du. Aber ich, was ich schön finde, dass man sich den Panzer so vorreservieren kann. Wenn man verfügbar ist und man noch 8 Sekunden hat, klickt man schon auf den Panzer und dann wartet man die 8 Sekunden ab und dann kommt man in den Panzer rein. Das ist richtig geil. Ja, das ist echt. Obwohl, für andere ist es wahrscheinlich kacke, wenn die eigentlich sofort einsteigen könnten und der Panzer plötzlich wieder weg ist. So, jetzt wird es ziemlich langweilig hier. Ich hoffe mal, dass ich noch langsamer hochfahre. Oh, jetzt ist mein Panzer fast voll. Und die alle steigen aus, weil es denen zu lang dauert, alles der hier. Außer er hier. Er mit seinem Geschütz denkt sich so, oder seiner MG da und denkt sich, oh, bleiben wir uns drin. Oh, B, das haben wir jetzt wahrscheinlich gleich, ne? Ja. Aber wir haben auch nur noch 60 Leben. 70, meinte ich. 70 Soldaten. Ja, ist ein bisschen blöd, ne? So. Bleiben wir jetzt mal hier. Und zu Mädels. Nee. Nee. Hat er nicht gemacht. Drehen, 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 drehen. Ne, hier sterbe ich dann. Ich möchte ja auch nicht festhängen. So. Panzerbrigade ist da. Einfach mal in die Mitte stellen, weil das sieht immer am besten aus. Oh, da kommt er, mein Opfer. Schon wieder nicht getroffen. Alles gleich. Was? Schießen wir mit der Waffe. Die der Munition. Oh, hier wird's noch kritischer, Leute. Wo das gefördert. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Kriegsanleihen erhalten. Nice. Das kann nicht sein. Da steht er. Da. Ja, genau dabei. Autsch. Schnell Repair. Drei Feinde getötet mit einer Granate. Was denn? Boom. Und ich habe gerade drei Feinde getötet in diesem scheiß Bomber drinne. Au. Ja, das sind die immer die richtigen. Versteck dich, Muschi. Nö, 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 nö. Schnell Repair? Oh, nö, 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 nö. Jetzt versuchen sie mit ihren billigen Stielgranaten mich da hier rauszuholen. Nee. Jungs und Mädels nicht mit. Doch mit mir anscheinend. Flieht! Ja, flieht. Oh, immer wenn ich aus dem Panzer aussteige, irgendwie kommt ein Sniper und tötet mich. Die Österreicher konnten ihre Stellungen halten. Wir werden alles. Das ist peinlich, ey. Dass wir nichts geschafft haben. Scheiße, ey. Warte mal. Warte mal. Okay, ich warte. Nichts gemacht, ey. Nichts. Nada, niente. Ach du Kacken. Kackenfacken. Wir bekommen Verstärkung durch ein Luftschiff. Ja, wir brauchen, glaube ich, zwei sogar. Aber ist ja gar kein Problem. Ist ja gar kein Problem. So, jetzt wirklich kommen. A sofort.
Sicher sein kann, ne? Kette, hätte, Fahrradkette. Ich glaube, ich fahre mal eine Nummer weiter runter. Ganz schnell hier hin. Yep. Roadkill. Panzer ist. Panzer. Aber ich muss mich erst repairen. Da kommen, glaube ich, jetzt ein paar Feinde, oder? Besuchen wollen? Mal sehen. Ey, ey, ey. Ja, genau, Panzer. Ey, noch einer hier? Ne, Panzerbüchse. Ja. Du hattest mal eine Panzerbüchse. Und ihr hattet auch mal irgendwas. Ich weiß auch. Schweine immer hier. Lassen mich hier nicht verarschen. Na, wer versucht hier mit einem scheiß Sniper was zu machen? 5-6 Punkte abziehen. Genau, wahrscheinlich. Und der Jonas braucht auch wieder ewig, aber ist ja gar kein Problem für uns. Wir sind ein gutes Zweier-Squad. Tja, genau. Gutes vor allem. Am Arsch. Oh, trifft er mich wirklich noch damit? Wo ist denn meine Panzerbüchse? Da. Wir haben Einsatzziel 1 erobert. Ach Scheiße, ey. Hier habe ich gar nicht drauf geachtet. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt eh damit. Mal wieder, aber juckt ja keinen. Oh ne, ich hoffe mal, euch macht das alles hier Spaß, was ihr sehen könnt. Ja, genau, Spaß. Ach kommt schon, aber das ist immer das Schreckliche. Jetzt lebe ich mal 3 Sekunden länger als normal. Und sehe keinen einzigen Gegner. Zumindest keine Gegner, die ich treffen könnte. Jetzt ist es so schummrig hier. Einen habe ich doch gesehen und getroffen. Da ist noch einer. Ne, ist ein Panzer einfach. Oh, ganz viele. Los, 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 los. Noch mehr. Keine Ahnung, ob die da die ganze Zeit im Panzer gespawnt kommen oder so. Oh, jetzt muss ich das, ne? Scheiße. Scheiße, Luftschiff. So richtig viel Action hier zu sehen. Jonas kommt auch gar nicht wieder. Aber ist ja gar kein Problem. Juckt einfach keiner, ob er da ist oder nicht. Bup, bup, bup. Du bist der Truppführer. Ja, Jonas wurde rausgeworfen. Sehr schön. Stunte Leistung von ihm. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Hänge ich hier fest. Da läuft einer. Was versteckt er sich dahinter? Oh Mann, den bekommt man noch nie. Hallo, Jungs. Ach nö. Nö, 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 nö.
Angriff bestätigt. Ich würde schon sagen, das ist jetzt ein Feind da drauf. Ach, das ist aber nice hier drauf. Bisschen zumindest, ne? Relativ nice. Ich wüsste gerne, wie weit ich runter könnte. Ach, schnell da hoch. Und ich spliffe. Jay. Flügel beschädigt, 20. Gut, dass ich da nicht treffe, das war klar die Kloßbrühe und er springt einfach. Genau. Aber unser Team macht hier gerade gar nichts, ne? So, genauso wie ich. Gar nichts. So, bin wir da. Ach, du wurdest rausgeworfen, mein Freund. Ah. Aber interessiert dich anscheinend gar nicht. Ne? Du? Wieso? Meine Mutter hat gerufen, von daher. Die Kranke meinst du? Genau. Ohne Nisina-Box. Alles gleich. Och Mensch. Wir verlieren haushoch, ey. Das gibt's doch gar nicht, weil wir nichts gebacken bekommen. Nichts, nada, niente. Weil wir. Wir beide machen auch einfach gar nichts hier für unser Team. Ich werde ja noch ein bisschen mit dem Luftschiff hier rumschießen. Weil es jetzt eh gleich vorbei ist. Alles ist so hammerschummrig gerade hier, ich weiß auch nicht. Wir haben die Schlacht zwar verloren, aber ihr habt ehrbar gekämpft. Oh, verloren sogar. Ihr habt getan, was ihr konntet. Kann doch gar nicht sein. Wir haben verloren, ja. Man kann spekulieren, was ein Sieg Österreich-Ungarns für die Zukunft Europas bedeutet hätte. Vielleicht hätte ein Sieg den Zerfall des Reiches verhindert. Und die Habsburger den hätten Zerfall den Vielvölkerstaat noch einige Monate länger kontrollieren können. Genau. Eiserne Linie, ey. Ich weiß auch nicht, wie du Eiserne Linie spielen kannst. Das tut mir echt leid. In die Hölle ist einfach immer am besten, weil da der Wald der Argonnen mit drin ist. Tut mir leid. Operation beendet, ne? Super. Niederlage, super. Dank dir, Jonas, haben wir echt verloren. Super. Angriffswertung. Minus 51. Jo. Knapper Sieg. Jetzt verlässt er noch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.